Radiant Team Ban. So, willkommen zurück zu Here's Anything First Razor League im Finale zwischen Rice Gaming und Northern Lions. Rice Gaming führt 2:1, somit das entscheidende Spiel eventuell für Rice Gaming oder die Möglichkeit für Northern Lions zurückzukommen. Mit mir ist Druck, dementsprechend muss ich jetzt noch Overlays machen, also rede noch. Rede du. Nein. Wieder dieses. Von Northern Lions, anscheinend wollen sie nicht, dass Rice Gaming die Kira bekommt. Radiant Team Band. Ja. Gut erkannt. Ich würde schon jetzt kommen. Ja, die Standard-Bans. Nee, ich glaube halt schon, dass jetzt Terrorblade nochmal gebannt wird. Also. Ich weiß nicht, du hast nur das letzte Game gesehen, ne? Okay, das Ding war halt, im ersten Game hat Rice Gaming gewonnen, weil sie irgendwie so eine Aggro-Trial mit Husker ausgepackt haben. Northern Lions komplett überrannt haben. Das war auch sehr interessant. Dann haben Northern Lions irgendwie die Spirenzien sein gelassen. Und wegen, okay, wir spielen halt ein ganz normales Dota-Spiel und haben das dann halt auch dementsprechend gewonnen. Und im dritten Game haben dann halt Rice Gaming schon wieder eine Pocket-Strat quasi mit Terrorblade ausgepackt. Und quasi ist es halt Northern Lions gewinnen, wenn das Ding ein Standard-Dota-Spiel wird und Rice Gaming gewinnen, wenn es halt irgendwas out of the ordinary kommt. Das scheint so das Motto dieses Matchups zu sein. Aber es ist doch immer gut, wenn Teams zeigen, dass sie bestimmte Strategien einfach gut spielen können und die dann auch exekuten. Weil ja, auf jeden Fall. Das macht einen Großteil von einigen Teams aus. Ja, das ist halt genau gerade eben dieses Spiel so, Northern Lions können halt irgendwie besser exekuten, haben irgendwie das bessere Gameplay an sich, kommen aber irgendwie nicht damit klar, wenn irgendwas passiert, was sonst halt nicht passiert. Nämlich Terrorblade oder Husker oder sowas. Und das ist halt genau das, was Rice Gaming halt gerade machen müssen. So, das vierte Spiel in Folge, wo Ogre Mage First Pick ist. Wahrscheinlich das vierte Spiel in Folge, wo Skyrath Mage plus X kommt. Oh Mann. Ja, Skyrath Mage ist gebannt. Also, oh, stimmt. Hier wird kein Skyrath kommen. Yay. Mal was anderes. Von daher Razor und Viper? Nee. Razor und Terrorblade. Aber ich glaube, Terrorblade First Pick wird, glaube ich, ziemlich schnell gekontert. Krass, das dritte Game mit Venge. Venge ist am Kommen. Leute, hört uns sagen. Scheint Venge einfach zu mögen, wahrscheinlich. Naja, Northern Lions hatten die letztes Mal auch halt. Also, im zweiten Spiel hatten. Also, es ist das dritte Mal, aber Northern Lions hatten die vorher halt gespielt. Northern Lions haben halt eine eigene Pocket Strat. Und, Wisp Game als letztes. Rice Gaming spielen irgendwas out of the ordinary. Schön zu sehen. Von daher. Das stimmt, das war letztes Mal auch schon so. Moment, was hatten sie da? Gestern Abend habe ich noch was gesehen. Wobei, das war nicht Rice. Doch, das war Rice gegen Genuine hatten wir gespielt. Dann hatten sie einen Wisp ausgepackt. Einen Wisp Wraith King hatten sie da ausgepackt. Und der Wraith King ist komplett abgegangen. Ein overgechargeder Wraith King mit irgendwie AC und Mjolnir. Und dann hat er so zack, 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 zack. Relativ übel. Ja, daher, ist auch ein guter Carry. Also das darf man nicht unterschätzen. Oh ja. Zwei sehr gute Passive, einmal Lifesteal, einmal Crit. Dazu noch den Stun, was es halt möglich macht, mit ihm auch mit Wisp zu spielen, damit man die Leute catchen kann. Mhm. Mit dem Overcharge macht er dann richtig Rechtsklick-Damage. Tja, und ich glaube, Northern Lions hat jetzt hier vergessen, den Wraith King zu bannen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er weggepickt wird. Weil das. Bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das gestern Abend gesehen habe. Und zack, Wraith King. Na komm, jetzt aber zack, Wraith King. Na gut, dann nicht. Lass dich doch ein bisschen mehr Zeit. Ja, Viper-Bann, Void-Bann. Razor ist noch drin. Mal schauen, ob es eines dieser Spiele wird, wo Razor komplett ignoriert wird. Aber beide Teams suchen ja noch einen Midlaner. Von daher glaube ich mal, dass Wraith King einer von denen sein wird. Razor einer von denen sein wird. Aber Witch Doctor Game. Yay. Ja. Ich glaube, Witch Doctor ist ein sehr guter Held gegen allgemeinen Wisp-Kombos. Durch den Kask. Gott, nein. Oh Gott, Northern Lions werden sehr, sehr schwierig gezeigt haben, irgendwas von ihm tot zu bringen. Und du hast Defensive Swap, du hast Defensive Relocate, du hast Heal von Wisp, Heal von Necro. Oh Gott.
Und Batrider ist eine Möglichkeit, irgendwie diese Phalanx zu brechen, glaube ich. Ja, Swap ist gut gegen Batrider, das darfst du nicht unterschätzen. Ja, das ist auch so das Problem. Wir haben schon Konter dafür, ne? Oh nein. Ja, genau. Batrider into Swap ist immer keine gute Idee, aber... Manchmal kann man das gut execute. Es kommt immer drauf an, wie schnell der Batrider seinen Blink bekommt und ob man im Early Game damit gute Plays machen kann. Ich lese hier schon im Chat: The dream is alive. Wisp, Necro, Husker, the game of legends. So. Also, mich überrascht es tatsächlich, dass jetzt kein Husker kommt, weil Necro, Husker ist komplett Imber. Also dieses typische, du holst Argas. Ja genau, dieses halbe und tot. So, was? Also das funktioniert halt, das hat man schon mal gesehen. Aber ja, erstmal in Doom, keine Ahnung, gegen Batrider oder gegen Dinge. Und ja, Wisp Necro Mitte, Doom Offlane, Venge auf der Support Lane und dann noch ein Husker dazu, ja. Ich glaube, es kann funktionieren. Husker gegen Batrider ist auch einer der besseren. Antimädchen gegen ist ein relativ guter Pick hier, glaube ich. Kann ganz gut hier funktionieren. Aber ich bin gespannt, ob der Husker kommt. Die Match ist allgemein gut im nicht gegankt werden. Im Blink. Und ein sehr, sehr, sehr stabiler Carry. Radiant Team Ban. Ja. Grüße von Steffi. Na danke, liebe Grüße zurück. Ja, letzter Mal. Grüße von was kostet das? Ja. Okay. Ja. Sehr viel off-topic. Lassen Sie sich Zeit. Ich hoffe, dass der Husker nicht gebannt wird, weil ich will das unbedingt sehen. Das Problem wäre halt nur, dann wäre es ziemlich schnell vorbei, das Spiel hier. Es kommt, glaube ich, immer auf die Execution davon. Also auch Necrophos ist sehr farm-dependent, wenn man Necrophos sehr lange vom Farm abhalten kann. Macht er auch meistens nicht so viel. Okay, ja, das stimmt auch. Steffi grinst gerade und sagt, 4 Kisten TNT, I have things to do. Okay, dieser Minecraft-Server wird sehr gut explodieren. Oh, ein Tower-Blade. Oh Gott. Ich fürchte, das wird übel. Nein. Mein Lieblingskonter zu Terrorblade, Lion. Mhm. Aber der passt, glaube ich, nicht mehr so richtig ins Line-Up, ob wir sie wollen irgendwie. Fehlte Midlaner. Aber ich glaube, Storm Spirit kann auch relativ viel machen, wenn er nicht gedoomt wird. Storm Spirit. Ich glaube, insgesamt wird es ein sehr, sehr, sehr mitlastiges Game mit viel Action. Wird mir sehr viel Spaß machen, wenn die Action kommt. Ja, das wird einiges durcheinander kommen. Am besten, man verpasst noch 1000 Dinge. Naja, das kann man jetzt ja nicht machen. Ich versuche mich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Im Co-Caster ist es ja irgendwie relativ schwierig, beziehungsweise ist es für etwas anderes. Dann ist man halt nicht so da drin, weil, ja, mit der Kokos da noch was sagen kann. Keine Ahnung, ich habe die goldene Mitte noch nicht raus zwischen alles kommentieren und Leute reden lassen. Ja, müssen wir noch unsere Balance finden. Auf jeden Fall. Ich versuche auch immer auf Dinge zu achten, wo du gerade nicht hinguckst, damit man da... Ja, das ist vollkommen sinnvoll. Ich meine halt nur, dass es... Irgendwie, wenn du alleine über was redest, ist es halt was anderes, wie quasi, wenn du im Gespräch bist. Irgendwie, dann lasse ich Dinge aus und außerdem halt so, keine Ahnung, Leute zu unterbrechen, um gerade irgendwas zu hypen, ist halt auch so, Aber naja. Ja, Wisp hat schon das erste hier, den erste Camp für einen Doppelpull bereit gemacht. Hat schon das erste Baumgruppe gebrochen. Und daher sehen wir definitiv ganz viel Wisp-Stacking. Und das, ja, du siehst halt schon, wenn die Leute das mit dem Wisp machen, heißt es, dass sie halt viel Erfahrung mit dem Wisp haben. Oh Mann. Und ich glaube, dieser Wort wurde gesehen. Ich glaube, das ist relativ eindeutig. Ups.
Das ist auch so hier, wenn halt so Leute hier ankommen, so Carries kommen hier an, setzen hier den Ward und merken, dass hier irgendwie hier und hier zwei Supports zugucken, so. Ich glaube, sie haben diesen Ward gemerkt. Gott. Na gut. Und kriegt erstmal ein bisschen Mana abgezogen, aber... Oh. Kompletten Dschungel geblockt mit diesem Ward hier, das ist interessant. Also du als Casual Doom-Spieler, warum würdest du dieses Camp blocken, wenn du doch eigentlich davon Creep haben willst gleich? Also er hofft jetzt, dass er hier einen Creep bekommt, aber wenn er Mudkips-Golem gibt, dann ist es halt vielleicht nicht so eine gute Idee. Wird man sehen. Ja. Ja, Mana Burn ist vielleicht nicht so sinnvoll für ihn. Aber kommt sowieso ja gerade nicht ran. Der Mana Drain ist eigentlich relativ gut. Ja, aber er kostet halt. Gegen Anti-Mage wahrscheinlich nicht. Ja, und bei 50 Mana kann er zweimal einsetzen. So, devour ich jetzt was oder mache ich einen Mana Burn? So, erste Doppelpull kommt und zack, erfolgreich. Das ist jetzt auch nicht so schwer. Und noch Tormann kann den relativ einfach clearen mit so Death Pulses. Dafür hat der Batrider aber eine relativ gute Zeit auf der Toplane. Ja, ich glaube auch, der Batrider wird einen Teil des Stacks nehmen. Oder der. Stimmt, ja. Also wenn er intelligent ist, wird er ab und zu mal den Wald abgehen. Ja, und Doom hat auch schon direkt gesehen, so ja, nee. Die Lane ist vorbei, muss in den Dschungel. Alles. Ist es schon gewohnt. Also ich glaube, ich habe jetzt von diesen 4 Spielen im Finale waren es 2 Spiele, wo Doom auf der Offlane war. Ich glaube sogar von Crush. Und er musste halt immer in den Dschungel. Hat aber mehr gefarmt im Dschungel als der Offlane auf der anderen Seite dann. Ja, aber du siehst hier die Lane-Control von Northern Lines auf der Bottom Lane. Ist richtig gut. Hat er halt wirklich nichts. Keinen Sinn, auf dieser Lane zu sein. Außerdem prinzipiell, wenn Doom hier ist, das heißt, sie farmen diesen kompletten Abschnitt des Waldes. Gott. Dieses Zeichen ist so es ist... Warum ist das so kaputt? Oh, Terrorblade oben. 5 Stacks, aber geslowt und gebaitet. Aber es reicht noch First Blood. Gut. Gut. Knappe Scheiße. Ja, mit 6 Stacks. Ja, genau. Battle mit 6 Stacks. Viel Damage. Und es hat halt nicht gereicht, hier ein Go zu machen. Aber Phantom XP in der Mitte macht ein bisschen Harris. Wisp ist nicht da. Oh. Also ja, es hätte absolut kein Kill sein sollen, aber Double Damage Rune. Ja. Macht schon Damage. To me. Ja, ich glaube, Anti-Mage wird ein schönes Game haben. Ja, ich glaube, der wird ja erstmal niemand stören, ne? Also irgendwann wird ein Doom vorbeikommen, in den Doom. Und dann wird ein Relocate draufkommen und dann ist er tot. Das ist halt so das große Problem. Aber, ja. Auch Terrorblade wird halt Terrorblades größter Schutz seiner Illusionen. Ich bin gespannt, ob Sixnet hier irgendwie, ein paar Illusionen lassert. Kann durchaus vorkommen. Oh, man sieht auch schon hier, der Batrider hat einen Spaß auf der Lane. Scheint auch sehr wenig gestört zu sein, darf sehr aggressiv spielen. Ja. 6-1 ist jetzt gar nicht mal so schlecht. Ja. Ist natürlich nicht so viel wie der Doom, dafür hat er aber auch wichtigere Kills als Jungle Kills bekommen. War schon ein, schon 1k Gold oder so. Ist auch interessant, dass der Storm Spirit gerade genauso viel farmt wie Ingman auf dem Anti-Mage. Und ja, 1k Gold. Ja, ich glaube, Tranquil Boots werden noch kommen, oder? Wobei, könnte hier sogar vielleicht sogar skippen. Geht hier auf Wisp, aber ich glaube, da hat er keine Chance, irgendwas zu tun, ja. Ach ja, PS übrigens, dieses, der Wisp-Stack, ein Teil davon wird auch wahrscheinlich der Batrider nehmen, ja. Aber ich glaube, ja. Teil davon wird der Batrider nehmen, hattest du gesagt, und ich dachte so, ja stimmt, sie könnten auch für den Batrider farmen, wait a minute, nein, Batrider ist auf dem Gegnerteam. Ja. Aber ja, ich glaube, das hattest du beachtet bei deiner Aussage. Ja, weil das wird schwierig. Ist ja oft in Pro-Games, wenn Batrider offline ist, dass er einfach Stacks im Gegnerwald nimmt. Ja, das zeigt einen guten Batrider auch aus, teilweise. Der allseits bekannte und verglichene Funnic Batrider, der in solchen Situationen immer
angesagt wird, würde sowas natürlich machen. Es ist bei Batradern eine Art von Godwin, oder die du pullst. Ah, Funny Batrider würde jetzt X tun. Oh mein Gott, er hat den Funny gepullt. Die Diskussion ist vorbei. Das Game ist nicht verloren, aber es ist halt so ein Diskussionsende. Ja, was würde ein Batrider hier in der Situation tun? Ja, Funnick würde... In der Mitte nämlich sterben, ja. Kask und Bam. Wo ist eigentlich Wisp in solchen Situationen? Warum ist der auf der Top-Lane? Warum können die keine Duel-Lanes machen? Weil der Batrider die Top-Lane auseinandergenommen hat und deswegen Wisp transportiert ist. Ja, hast du natürlich auch recht. Und anscheinend die Farm-Priority doch auf Terrorbait liegt. Ja gut, kann ich verstehen. Und Doom haut einfach den Anti-Mage kaputt. Hat zwar kein Mana mehr, der Doom, aber das ist ihm halt relativ egal, wenn er Scorched Earth schon anhat. Und eine Regen-Aura hat. Er benimmt jetzt diese Lane hier unten. Ähnlich wie der Batrider da oben. Der sogar noch einen Ogre-Mage als Support bekommen hat. Der Anti-Mage wird immer noch ganz gut laufen. Also hat er den Ring of Health. Der wird da gemütlich in der Lane farmen. Auf der Top-Lane ist viel Action, ja. Und ich, das sieht nach einem toten Matrice aus. Batz, ja. Letzten Kill zu. Ich hab Lex. Interessant. Ja, es geht weiter. Also, Rotation aus der Mitte. Benchful stirbt auch noch. Ja, Northern Lines ziehen hier doch ein bisschen. Was ist los? Und Storm Spirit kommt hier rein. Aber ist natürlich gegen den Wisp nicht so viel zu tun. Scythe ist tatsächlich online und Death Pulse, ja, reicht nicht ganz. Doch, wobei, es reicht, aber es ist nicht schnell genug. Ja gut, 25. Eine Auto-Attack. Ja, eine Auto-Attack. Puh. Action, Action, Action. Arschvoll Action. Ja, ein Batrider ist gut am gut am Farmen. Reizt sich jetzt das nächste Ding. 1700 Gold, ja. Oh. Nicht schlecht. So, wenn es weiter so geht, hat er in 2 Minuten seinen Blinkdecker. Ja, das 9 Minuten Blinkdecker auf der Offlane für den Batrider ist schon nicht schlecht. Ich meine, Evasion auf dem Witch Doctor ist halt auch ganz gut im Dschungel unterwegs. Halt Level 4 nach 7 Minuten mit Boots und noch 400 Gold. Gut, er hat einen Assist immerhin. Aber für den Support, den lasst jetzt. Mehr als doppelt, mehr als dreifach so viel wie die Supports der Gegner haben. Okay, das ist nicht so eine wirklich sinnvolle Aussage, aber egal. Ja. Die Supports der Gegner haben gute Units. Das darf man nicht unterschätzen. 3-7, uiuiuiui. Ja, ja, ja. Mehr als. Doppelt so viele Denies wie die Gegner Supports. Doom hat mehr als Infinity weniger Denies als Witch Doctor. Hast du gerade tatsächlich durch Null divided? Ja, ich habe tatsächlich aus Versehen im Kopf durch Null divided und Brainfart. Ah. Ich muss Statsman werden. Did you know? In diesem Spiel wurden 100% weniger Divine Rapiers gekauft als im letzten Spiel, hä? 100% weniger als 0 sind immer noch 0, ja. Okay, Storm Spirit ist da sehr, sehr optimistisch in seinen Capabilities. Aber immerhin, Supports included, ups, das wird eine Reaper-Side, ja. In der Animation sogar noch die Kaske ins Gesicht bekommen. Und dann die Zeit ein bisschen verlängert, aber reicht nicht. Witch Doctor kriegt eine Sense ins Gesicht. Ja. Und den schönen leckeren 30 Sekunden länger tot. Ja, auf Level 1 auch? Nee. Echt? Ich? Oh, doch, immer. Okay. Nee, ich dachte, das geht irgendwie mit deinem Levels hoch. Aber ja, stimmt. Glaube ich, statisch 30 Sekunden, deswegen kaufen auch viele Leute das Aghanims erst, wenn im Late Game. Ja, bei Buyback nur, ne? Dann nur noch. Ja. Oh. Im Late Game ist der Buyback halt extrem wichtig. Je mehr später es wird, okay.
Und Lem ist. Ja, und perfekter Multicast. Easy. Ein Battle überlebt das easy. Aber da ist ein Terrorblade und der ist zu schnell. Aber ja, 10 Minuten, Blinkdagger und 700 Gold, jo. Batrider ist gut dabei. 4-1. Oh, Terror White kommt auch langsam an seine CS ran, darf man nicht unterschätzen. Stimmt, ja, 62. Wurde jetzt eine Weile lang nicht mehr beachtet. Auch noch den Kill gesnackt, würde ich mal sagen. Ja, das ist auch immer ganz gut. Und in der Netrift-Chart auch direkt an Stormspirit und Anti-Mage dran, also kann man sich zumindest beim Farm vom Terrorblade überhaupt gar nicht beschweren. Ja, er farmt halt so, wie die Lane halt lief, ne? Aber jetzt mit Stormspirit, die Frage ist, ist Follow-up da? Sieht bisher nicht danach aus. Nein. Und Batrider holt sich noch einen Wisp einfach. Batz. Und easy Wisp-Kill, aber ein bisschen zu weit vorne. Jetzt muss Batrider da raus, beziehungsweise Ogre muss da halt raus. Batrider kommt da weg, aber... Ah, nicht schnell genug. Ah, Swap. Ah, schade. Das wird ein Kill. Kauft doch schon Items. Scorched Earth ist jetzt zu Ende, aber der Tau holt sich den Kill. Er hatte halt irgendwie ein, zwei Sekunden Zeit, noch wegzublinken, aber wollte es nicht tun. Dafür hat er mit seinem Leben bezahlt. Sehr gut, was hier ausgeklickt wird. was? Schiebst du irgendwie stuck aus welchem okay. Grund auch immer. Die Scouting-Creeps im Wald. Ja. Das war gestern war auch so ein Scouting-Creep, aber das habe ich dann nachher gemerkt, dass es gestern eben war es halt ein Helm of the Dominator-Creep oder so. Okay. Warts. Witch-Doktor mal wieder. Ja, leider die aber Kraft jetzt wieder Wisp, der fällt hier. Und oben, Ogre, ja. Ogre kann noch ein TP kaufen, ja. Oder auch nicht. Und Battle Road Necro. Action, Action, Action. Überall auf der Welt. 3 zu 2, alle Ultis der Welt benutzt und... Hier passieren Dinge, definitiv, hast du ja schon gesagt. Hier wird einiges passieren. Metroid auf dem Weg zum Forstiff. Farmen zu wollen. Ja, sehen jetzt hier denn, dass der Terrorblade farmt, aber. Ja. Und Smoke oder nicht Smoke? Kein Smoke. Na gut, du meint jetzt auch so mehr das, 13 Minuten. Ja. Oh. Kann man auch machen. Hm? Achso, Necro, ja. Ja, genau. Ich glaube, sie wollen jetzt anfangen zu pushen. Also, Necro und Mechanism. Terrorblade macht ja, sowieso. Das ist den eigentlich passend Tower. Dafür. Aber jetzt wird Necro erstmal nochmal sterben. Wenn Wisp da nicht schnell genug ist. Ja. Aber Wisp ist noch nicht Level 6, also. Achso, okay, ja. Aber guck diesen Sustain an. Guck dir die Seriously. Hier, ja. Ach du meine Güte. Wow. Sie kriegen dafür doch einen Batrider. Nicht zu unterschätzen, ja. Phantom X4 ist ein bisschen zu weit gesappt. Und ist da auch, der ist wieder voll Leben. Warum? Boah. Ja, geht einfach weiter. Und seriously, Kill? Oh nein. Krass! Also, der Necro geht ab. Ah, also, Mechanism Heal auf Wisp mit Overcharge, ja. Mit Death Pulse, mit Wisp. Ja, ist ja, schon strong, der Heal. Ja, das ist halt so, du machst einen Mecha für wie viel? 250 HP Regen? Plus Wisp dann, ne? Das sind 750 HP an sich selber.
fortified. Radiant's top tower is under attack. Das ist jetzt in der Wahrheit low und dann 750 AP direkt nochmal wieder. Ach du großer Gott. 15 Minuten Battle Fury ist okay. Aber auch mit Power Jets von daher. Das ist doch schon sehr gut. 100 CS nach 15 Minuten, ja. Ja, Terrorblade hat jetzt auch die Top Net Worth übernommen vom Anti-Mage. Huh. Der Anti-Mage hat halt bisher noch keine Kill-Beteiligung so richtig, dementsprechend. Und natürlich Terrorblade da ein bisschen mehr Einkommen. Ja, stimmt. Am Terrorblade kann. Schon vorher. Konnte schon vorher anfangen, den Dschungel zu farmen und da Split pushen als mehr. Und Blink Dagger ist genau richtig, um da halt den Anti-Mage zu doomen. Aber nee, gehen sie nicht für. Hatte ich jetzt erwartet, dass hier ein Go gemacht wird. Ich glaube, er hat es relativ zeitig gesehen. Achso, stimmt. Er hatte ja gesehen, dass er da reingegangen ist, ne? Hm. Außerdem war die Venge halt dann da, aber ich... Hm. Um den Anti-Mage zu bekommen, müssten sie halt in Range vom Stun sein. Ah. Mal schauen, ob das hier ein Yasha wird oder ein... Ja gut, das stimmt. Mal gucken, ob das beim Anti-Mage ein Yasha wird oder ob das eher ein Vlade wird. Und Orchid fertig, das ist auch wichtig. Also, gegen Doom beispielsweise ist es schon wichtig. Gegen Necro nicht so wirklich. Setzt auch hauptsächlich nur Mecha ein. Aber jetzt geht's in den Wald und jetzt werden sie da einen Terrorblade finden. Aber ich glaube, dieses Feuer sehen sie. Aber, ne, Terrorblade interessiert sich nicht. Na gut, dann holen sie vielleicht nochmal Necro. Ja, kommt nicht ganz rein. Kommt nicht ganz ran. Auch gedacht, sie gehen mit Storm zuerst rein, aber irgendwie wollte Storm nicht reinspringen. Ja, sie haben ja jetzt relativ spät gesehen, war weiter hinten, keine Vision und so. Radiant's top tower is under attack. Und Matrice holt sich jetzt einfach den Radiant-Dschungel so. Hm, irgendwie. Mein Dschungel ist gewordet, Batrider fliegt die ganze Zeit durch, ach. Lass mal deinen nehmen. Außerdem nimmt immer damit den Anti-Mage den Farm weg. Ja, definitiv. Und es ist wahrscheinlich auch momentan der sicherere Ort für ihn zu farmen. Ja, das meine ich, genau. Das ist so ein... Uga könnte jetzt... Nee. Sie ja. Nee. Sind sich nicht sicher. Sie sehen ihn halt nicht und er sieht sie nicht. Jetzt aber haben sie den Ogre gefunden. Dann ist draußen, aber erstmal unten in Anti-Mage, der tot ist. Extra noch rein relocated, um den, um die Reaper-Zeit zu haben. Noch Ogre Mage, der muss noch mal kurz ein bisschen farmen, bisschen feeden. Ein bisschen näher kommen. Oh ja, das ist ein easy push. Bietet sich ja an, gerade hier. Yep, das ist ein T2. Ja, und auf Wisp. Aber dafür gehen sie zurück in die Mitte mit dem Relocate. Sterben. Ja, aber... Naja, Wisp. Also, dass ein Wisp beim Relocate stirbt, ist ja durchaus häufig, aber... 11-11. Trotzdem ist Rice Gaming halt schon... ja, im Net Worth und im XP jetzt auf einmal. Och, vorne. Interessante Grafenkonstruktionen, die dort sind. Der Berg, ist sehr rapide abgefallen. Slippery Slope. Nachdem der Batrider dann ein, zweimal gestorben ist. Was dann doch nicht mehr so krass. Dann hätte ich jetzt aber auch weiter Druck ausüben. Weil Anti-Mage wird halt so nicht farmen können. Aber jetzt sind Vlades, ja. Ja, ist doch wahrscheinlich hier gerade das wichtigere Item. Einfach nur wegen dem Life-Reach. Weil er dann... Na, halt nie mit Lower HP rumläuft. Weil er immerhin voller HP und kann eventuell den Doom... wahrscheinlich hier überleben.
Und wir sehen den Casual Witch Doctor, ne? Brown Boots und Agas. Ja, klar. Natürlich. Ja. Der Held braucht auch nichts anderes. Ja, stimmt. Einfach zu stark. Also das Agas ist einfach auf ihm incredible strong. Ja, du brauchst auf jeden Fall einen Agas, das stimmt schon. Aber halt auch so dieses, du hast einen Support, das ist Level 9. Er hat nur Brown Boots und du hast, na gut, okay, der hat einen Point Booster. Aber es ist halt so mit 500 Mana. Das ist halt schon doch relativ viel Mana für so einen Supporter für Level 9. Ach Quatsch, das sind 600 Mana sogar, die er hat. 150 im Point Booster. Ah, mal schauen, wie Rice Gaming hat auch initiated. Aber schöner Badge, weil er richtig schöner Winkel hier, aber Defensive Swap. Die Vengeful Spirit, die nicht mehr defenden sie, aber richtig schönes Ulti. Das Problem ist nur, dass es halt ein bisschen zu wenig Damage ist. Und ja, Doom auf Anti-Mage. Aber wenn sie jetzt disengagen, ist es halt nicht so wichtig. Die Casks ist gegen Terrorblade doch ganz gut. Aber sie bleiben noch dran. Anstatt dass sie einfach jetzt wirklich zurückgehen. Und regen. Ja. Immerhin geben sie nichts ab. Oh, den Tower halt. Ja, ja, klar, aber. Oh, ganz knapp. Oh, Mann. Oh, und jetzt wird er noch. Ja, eine Sekunde. Bisschen Blink. Diesmal nicht zur Scythe gestorben, glücklicherweise. Ja. Aber nicht so viel Unterschied und ja, Level Death. Das scheint ein böser Death Train von Ryze zu sein, der jetzt hier so langsam tut in die Northern Lines Base einfährt. Oh, das erinnert mich immer an dieses Werbevideo zu dem Gyrocopter Set vom Summit. Oder einfach mit dem Auto einmal durch die Map fährt, einfach alle Tower kaputt macht. Was? Ja, kennst du es nicht? Nein. Du musst es gucken. Ja, muss mal hier. Ja. Das ist sehr gut. Vielleicht mal angucken. Haben die sehr schöne Cinematics für das neue Gyrocopter Set gemacht. Naja, gut, Northern Lions sind zurück, aber noch ist nichts verloren. 7500 Net Worth, aber Doom gefunden, aber zu weit weg. Oh, langer Swap und oh, wow, schnell reagiert. Der Anti-Mage stirbt gerade top gegen den. ja, seriously, warum hatte der gerade 500 Movement Speed? Dieser Held. Das ist Base Movement Speed von 450. Warum? Warum gibt es sowas? Das Butterfly Effekt. Ah, Butterfly Effekt war das eben, ja. Ja, aber hier Base Movement Speed von 450. Mit Yasha und Boots of Travel, ja, aber. Ah. Ja, und jetzt 522, ja. Ja, mit Metamorphose hat er halt noch mehr an der Movement Speed Loss. Okay, gut. Aber ja, halt Movement Speed Bonus. Mit Whisper auch bei 512. Immer. Dieser Held ist einfach zu schnell. Warum ist er so schnell? Warum? Warum ist der Held so immer? Travel und Yasha hat. Ja, aber nee. Das ist Base Movement Speed von, keine Ahnung. 10% Movement Speed, 100% Movement Speed sind wir bei 400, 350. 10%. Ja, das sind 320 Base Movement Speed, oder? Ja. Das ist halt wie ein Skyrath Mage, okay. Aber. Ja, Anti-Mage hat ja auch 320. Okay. Ja, na gut. Wenn Anti-Mage das hat, Terrorblade ist quasi irgendwie sein. Sein großer Bruder. Ah, die haben Anti-Mage anscheinend genervt. Der hat nur noch 315. Oh. Ich meine mich zu erinnern, dass er irgendwann mal 320 hatte. Ja, aber wahrscheinlich hier. Ja, irgendwas war da, ne? Ich bin bei der Geschichte gar nicht mehr so sicher. Anti-Mage ist Illidan, aber irgendwie Terrorblade hat auch irgendwie Illidan, keine Ahnung. Auf jeden Fall doch sehr. Mal wieder in Frozen Throne spielen. Irgendwann mal. Ah, das Relocate ist vielleicht ein bisschen, okay. Ist nur Wisp. Der Leute.
gleich jemanden mitnimmt. Ja. Doch. Oder auch nicht. Ja, ist irgendwie im Nirgendwo, ne? Aber immerhin Storm Spirit kriegt den Doom. Und Necrofrost ist noch da, aber mit einer Haste-Rune. Naja, kommen sie nicht so einfach dran. Ups. Long Range Tether. Necrofrost ist. Wie sollen sie den töten? Ja. Verändert irgendwie 15 Armor und hat Damage Reduction und ein Heart. Also nach 25 Minuten, also da gibt's halt auch nichts, was ihn töten könnte. Mit einem Mecha. Das sind quasi irgendwie Effective HP, sind das, keine Ahnung, irgendwie so 3000 oder so. Also wenn er getethered ist, dann sind das mit Death Pulse halt im Wisp irgendwie 3500. Was? Ja, das ist schon. Ja, strong. Ja, prinzipiell sieht es bei Terrorblade genauso aus, hat 200.000 Leben, ja. Aber, jo, ist halt mehrere, hat eine Armor von 26. Und Magical Damage ist halt gerade bei Northern Lines gar nicht vorhanden. Alles nur Right-Click-Damage, auch mit dem Witch Doctor Ult. Tja, wie sollen sie denn irgendwelche Leute töten? Also sie kriegen halt nur einen Doom-Tod, wenn er halt irgendwie overextend. Weil der hat auch 20 Armor und 1,5k Leben. Wir haben halt auch anscheinend das Problem, dass wenn sie Anti-Mage alleine lassen, halt solo gegen Terrorblade stirbt. Ja, sehen wir hier gerade. Jetzt schon wieder. Ah gut, diesmal ist nicht solo. Naja, ja doch. Ups, oh, und die Scythe. Ah, 14 zu 16, das sieht definitiv anders aus. Ja, komm, muss man sich einfach nur den Networth-Graphen anschauen. Ja. Hui! Hui! Ach, die Top 3 Helden in Network, halt Doom, Necrofrost und ja. Terrorblade. Knapp, aber ist es halt. Storm Spirit ist halt höher als Anti-Mage, der halt auch nicht solo farmen kann. Was halt die Stärke des Helden eigentlich ist. Wir haben halt überall was. Und jetzt Mitte die Action, sie werden. Ja, es ist halt einfach nicht möglich. Einfach den Tower abreißen. Naja, Terrorblade ist halt auch drin und erstmal sind alle low. Ist halt so das Ding. Wenn die jetzt den Tower abreißen, aber halt im ersten Mal halt alle low gemacht, müssen sie schrecken. Und in der Zeit holen sie halt den kompletten Tower auseinander. Ist halt auch immer Defensive Swap da, von daher haben sie halt keine Initiation. Das ist auch im Spiel gesehen, er hat rein TP-Tis und dann Multicar ist tot. Oh, da kommt das Ding-Ding. Ah, zu überleben. Ding-Ding, aber ja, macht nichts. Ah. Da jetzt ein Garnet Scepter und da wären bestimmt mindestens beide Supports. Dann wären die beiden Supports umgefallen, ja, aber mehr auch nicht. Bing, 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 kling, kling, kling. Dann fehlt viel der Survivability von. Ja, Lasso ist da, aber ist schon wieder umgebracht. Und jetzt, ja, Storm Spirit kann halt immerhin hin und zurück. Aber Terrorblade interessiert sich dafür nicht, der interessiert sich für Tower. Den Tower bringt Gold. Außerdem können sie ihn aber jetzt nicht mehr töten, sie haben kein Lasso mehr. Ja, vielleicht. Ja, sollte eigentlich ein Kill sein, ne? Ja. Death Bolts, nein! Na gut. Finally 635 Gold. Und jetzt könnte man eine Mana Void machen, wenn es nicht zu spät ist. Oder einfach nur Multikasten, okay. Geht natürlich auch. Killing Spree. Viel verloren. Definitiv viel verloren. Da haben sie viel Gold abgegeben und viel XP abgegeben. Ich weiß nicht, ob es worth it war, drinnen zu bleiben, um den Bottom Tower noch zu nehmen. Ja, haben 1300 Gold und 2000 XP. Also im Prinzip ist es halt schon worth it, weil sie dann besser Split pushen können. Halt mal schnell die Range Tracks mit Illusions abreißen und sowas. Aber. Warum habe ich eigentlich vollkommen verrafft, dass Roshan down ist? Wann war Roshan down? Also stimmt, ich habe. Keine Ahnung, ich habe mich daran erinnert, dass hier im Mittelfight mal die Aegis down ist, aber. Ich weiß nicht, wann Roshan down gegangen ist.
Aber ja, ich glaube, jetzt könnte Doom fallen. Aber nein, du musst raus. Turn. 4, 3, 2, 1. Okay, er lässt ihn da. Sehr gut. Mega Kill Streak an Doom. Ah, bitte. Knapp, aber halt gegen Wisprix, das hätte auch einfach nicht durch. Hat sogar Mana Boots der Wisp, okay. Batz. Ups. Aber 1-on-1 gegen Anti-Mage ohne anderen Helden in der Nähe ist Wisp halt doch schnell tot. Ja, genauso wie Witch Doctor. Ja, oben von Terrorblade genommen wurde. Oh ja. Der Push kommt. Der Push ist strong. Und da kommt Doom. Ja, mit keinem Doom online von daher. Oh, da ist ein Kurier. Nein! Kling! Was? Oh, leider nicht drin. Beide? Beide gleichzeitig? Was? What the fuck? Oh man. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, ich würde jetzt das mal als Trade bezeichnen. Kurier-Trade. Double Kill! Auf beiden Kurieren nichts, ne? Ja, zum Glück waren beide auf dem Rückweg, aber es ist... Uga hat seine Agams. Oh oh. Das könnte auch so einen Impact noch haben. Ja, 20-20. Eine Rex hinten, aber... Ist ja noch nicht komplett Rex. Ja. Mit dem Upgraded Death Ward, da kann sich Kling. Viel ändern. Ja. Death Ward ist da. Beide Supports haben Instant Agas bekommen. Vengeful Spirit hat einen Blink immerhin, ja. Und jetzt geht direkt die Anti-Mage-Bait los. Aber will wohl keiner taken. Ah, schade. 30 Sekunden. Scout. Das sieht so aus, als ob Storm das abwarten möchte. Ich glaube nicht. Aber hier ist eine Vengeful Spirit, die da was... Oh, er hat aber Storm ein bisschen verkackt. Aber hier kommt Wisp rein. Mit einem Terrorblade, der jetzt... Nein, auf die Klippe, auf die Klippe, auf die Klippe! Nein, was tut er denn da? Ah, und da geht Anti-Mage schon down. Tja, das ist schade. Und ja, Witch Doctor ist halt nowhere near. 1-3 und Roshan. Schade. Wäre viel Potenzial gewesen. Auch halt Anti-Mage auf die Klippe tun. Wäre halt runtergeswappt worden, aber trotzdem. Einfach nur, weil auf die Klippe und so. Ja. For the Lulz, Mann, for the Lulz. Naja, auch ein bisschen spät reagiert. Naja, auch ein bisschen knapp vom Storm Spirit halt, ne? Er ist ja dahin hingesappt und wenn er halt auf dem Weg vom Seppen halt den kurz berührt hätte, dann hätte es ja auch Damage gegeben. Wo der Blink, der geinterrupted wurde. Aber so halt genau dran vorbei gesappt und dann war es halt doof. Ja genau, ist ein Stückchen zu weit gesappt. Ich bekomme. Wäre wahrscheinlich gut gewesen, wenn sie Vanish einfach von Anfang an bekommen hätten. Ja klar. Wäre jedenfalls sehr anders ausgesehen. Aber in Itemweise, na. Doch nicht so viele Blink-Dinger, wie ich gedacht hatte. Terrorblade hat erstmal drei Ultimate Orbs. Okay, ja. Ja. Hab's gesagt und. Dümmer hat es auch bemerkt. Hm, jetzt nichts mehr. Viermal mit Manta, ja. Casual Stash Orb, ja. Sicke Orb. Sehr gut. Er hat einen Orb zu viel. Ja gut, also ein Scuddy und keine Ahnung. Eine Hex noch. Ja, genau. Eine Hex auf Terrorblade. Ja, und ein Casual Orb, sehr schön. Aber das dauert noch ein bisschen Geld. Erstmal unten ein bisschen Action.
Venge for Spirit. Wenn selbst ein Venge for Spirit halt Storm Spirit abhauen lassen müssen, dann sieht das schon relativ schlecht aus. Aber der Push kommt. Und es scheint so auch zu sein, dass Rice hier eine Entscheidung wollen. Ob von dem Fight hängt jetzt einfach nur da ab, wer das, was passieren wird, ob das Game noch ein bisschen länger geht oder nicht. Aber sieht schon sehr nicht zu verhindern aus, dass Rice das hier jetzt gewinnt. Ja, oder zumindest halt diese Rex holt. Ach du großer Mann. Ach, Lincolns. Lincolns auf Terrorblade, stimmt. Aber das Witch Doctor Ultima Damage, Alter. Was ist das? Oh, schön einfach dahin versteckt. Richtig schön gemacht. Double Kill direkt. Die Frage ist halt, können sie jetzt die fetten Cores killen? Das sieht tatsächlich leider nicht der Fall aus. Wisp ist jetzt halt auch da. Ja. Support gekillt, aber auch beide Supports abgegeben und Rex verloren. Kriegen die einfach nicht tot. Bitte. Heal ist strong. Ja. Mit der Barracks auch noch down. Na ja, gut, mit Anti-Mage und Batrider ist jetzt nicht das Schlimmste gegen Mega-Creeps, aber gegen Terrorblade schon. Ich glaube, das Game wird nicht so enden wie gestern, das eine Game, was wir gespielt haben. Ja. Na, wir hatten das schon im zweiten Game jetzt hier, Northern Lions gegen Rice. Northern Lions haben halt irgendwie quasi 30 Minuten gebraucht, um zu finishen. Dann hat die Leute eingesperrt und Rice haben so dermaßen verteidigt, dass sie halt einfach nichts tun konnten. Sie haben halt jeden Teamfight gewonnen. Sie hatten halt irgendwie Double Ravage und Silence. Und da kamen sie einfach nicht durch. Haben im Endeffekt halt irgendwie einfach nur sich mit BKBs gegen die Rex geworfen und dann halt irgendwann gewonnen. Aber es war halt so. Oh. Aber gegen Terrorblade ist es ein bisschen komplizierter zu tun. Casual Bloodstone, rechts geklickt. Ja. Vielleicht wäre hier bei den Hex besser, keine Ahnung. Aber der Bloodstone mit. Ja. Mit schneller Respawn wäre vielleicht auch eine Idee. So, Storm ist relativ weit hinten. Die Frage ist halt, ob sie irgendwas tun können. Nein, können sie nicht. Der heilt sich halt einfach wieder hoch. Und hat eine Aegis. Aber. Du holt den Witch Doctor, aber Witch. Anti-Mage ist relativ gut dabei. Storm Spirit kriegt den ersten Kill auf Tormann. Multicast, nein. Oh. Da verlieren sie auch den nächsten noch. Und das wird dann die Rex sein. Das sieht nach böse aus. Phantom XP kommt nochmal rein mit BKB, aber Right-Click Damage ist einfach zu strong. Und jetzt haben sie hier mit einem kompletten BKB-Charge. Und zwei Zip-Ins vom Storm-Spirit noch gerade so den einen Kill vom Stormann bekommen. Alle leben noch. Wisp ist da. Batrider muss auch wieder raus. Ah, haben doch ein bisschen Damage jetzt auf einmal. Aber Mega-Creeps sind draußen. Necrophos einmal umgebracht. Mit der 11 zu 4 ist und nicht 11 zu 3. Ja, und irgendwann muss das jetzt juken. Und eine lange Cast. Bonk. Mega Creeps für Rice Gaming. Das ist die Scythe, ja? Siehst du? Oh. Casual. Tatsache. Tatsache. Ich hab's ja direkt gesagt, Wade. Was ist das denn für ein Zip? Wow. Hat er nur durch den Zip gerade Wisp gekillt? Okay. Kriegen auch noch den Doom. Aber Terrorblade ist da. Und ja, Mega Creeps. Casual. Quasi jetzt durch die Mitte durch zwei Tower wegnehmen und dann noch die beiden Tower, die verteilen. Ich glaube, das war nichts mehr für. Ja, es ist relativ schwierig. Es. Storm steht einfach. Ja. Wollte jetzt ja irgendwie aufzählen, was sie alles mit Five Man X treffen müssen. Prinzipiell müssen sie halt mit einem Anti-Mage irgendwie. Der muss auf. Was hat hier die meisten Mana-Punkte? Terrorblade. Terrorblade muss out of Mana kommen und dann halt eine schöne Mana-Void auf Terrorblade, während er in 5 steht. Mana Void zu Mana ist 1, also es ist ungefähr 2000
Damage. Ja. Wollte schon machen, aber nichts. Und jetzt wieder voll geheilt. Oh, diese Cast, die ihm folgt, das ist böse, die scoutet ihn. Aber. Ja. Naja, schade. Sie hat tatsächlich noch getroffen vor dem TP, sonst würden wir jetzt wieder so eine Global haben, die im ganzen Map. Die ganze Map fliegt. Das wäre so cool, wenn die halt hast und dann gewinnen sie. Und dann so im Endscreen kommt halt von irgendwoher noch so ein Ball angeflogen. Honk. Aber es scheint noch auszusehen, dass jetzt Rice Gaming langsam die Bottomlane pushen und vielleicht hier finishen wollen. Ah ja, das sind die neuen Mega-Creeps. Mit, ja, sehr stumpfen Gegenständen. Sehr eckig. Ja, sehr eckig. Du musst Anti-Aliasing anstellen, dann geht das. Na gut, Rice Gaming wartet auch auf Roshan und es wird ein sehr, sehr langer Roshan. Dementsprechend werden wir jetzt noch 3,5 Minuten nichts sehen. Das wird spaßig. Wir könnten YouTube-Videos gucken. Ich bin ziemlich sicher, dass jetzt hier 3,5 Minuten nichts passieren wird. Die Leute werden farmen. Terrorblade ist jetzt 6-slotted. So komplett. Also ja, komplett nicht ganz. Mantastyle wird irgendwann noch gegen... Ja. Wird noch gegen Rapier ausgetauscht, aber sonst... Schöner Dodge. Mit dem Manta. Aber ja. BKB, BKB, BKB. Machen jetzt doch was hier, okay. Und jetzt haben sie hier einen Necrofrost, der einen Damage bekommt. Wow, dann kriegen sie tatsächlich einen Necrofrost hier down. Aber, ja, GG. Ist ein kompletter Team-Vibe. Obwohl das komplette Witch-Doctor-Ulti da reingehauen hat. GG. Oh Mann. Richtig viel Damage, aber es hat nicht gereicht. Terrorblade too strong. True Imber. Ja. Puh. Das war ein doch ziemlich brutales Game. Wo Northern Lions halt einfach nichts tun könnten. Oh Mann. Ja, Terrorblade, too strong. 450 Last Hits im Gegensatz zu dem Anti-Mage, der einfach nicht farmen konnte. Von daher war der Wisp halt, Wisp und Doom eine super, super Idee dagegen. Und auch der Storm Spirit hat im Endeffekt halt nicht so viel gebracht. Obwohl er halt mit 11, 3, 12 tatsächlich hier richtig Action gemacht hat. Ja, irgendwie kam im Midgame nicht genug gute Gangs aus Northern Lions raus und Ryze hatte dann irgendwann einfach das Moment mit den ganzen Heals und sie ging einfach nicht mehr tot. Ja. Hatten sie AA gebannt? Das wäre vielleicht so eine Idee gewesen hier noch. Anstatt dem Witch Doctor eine AA. Hätte hier, glaube ich, was gebracht, aber. Aber Witch Doctor kam auch ziemlich früh, von daher. Na gut. Ja. Rice Gaming gewinnen hier 5 Razer Death Adder Mäuse. Und Northern Lions gewinnen Destructor Mauspads von Razer. Und im Spiel im Platz 3. Keine Ahnung. Ist irgendwas unterwegs? Wir können mal gucken, ob die gerade fertig sind. Haben wir hier. Da, Playoffs. Einen letzten Abschlussbericht geben. Und zwar. Genuine kriegt den Platz 3 und kriegt deshalb 3 Monate ESL Premium für alle. Warum nicht? Gut, das beendet die ESL Thinkfast Razer League. Keine Wochenenden mehr Dota-Casten. Frei! Free at last! Von daher, ja, mal schauen, was danach kommt. Ob wieder 5-on-5 Liga kommen. ESL Weekly ist auch noch da, aber ESL ist auch ein bisschen was geplant, von daher. Schaut mal auf ESL EU vorbei oder auf ESL Gaming.net, da ist noch ein bisschen los. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen, Folgen und so, Sisterson alles, Sisterson googeln, das reicht schon. Und ja, Struck sagt Tschüss, ich sag Strüss und dann sage ich mal bis dann, auf Wiedersehen. Ja, schönen Tag noch.